Heute seht ihr höchstwahrscheinlich nur mich vor der Kamera, was daran liegt, dass wir jetzt die Roomtour-Update, nennen wir es Update, ich glaube, das trifft es am besten, machen. Und ja, wir stehen eigentlich auch schon passend, nämlich direkt vor meiner Eingangstür. Und ich habe was ganz Tolles in dieser Wohnung, nämlich eine Uhr. Ich hatte tatsächlich bestimmt seit 10 Jahren keine Uhr mehr in meiner Wohnung hängen. Deswegen ist das ein bisschen besonders. Das Tolle ist, es guckt trotzdem keiner drauf. Es sitzt jeder in dieser Wohnung und fragt, wie viel Uhr haben wir? Okay. Ja, ansonsten haben wir noch was ganz Unfertiges, nämlich meine Garderobe da hinten, also zumindest das Unterteil. Das Oberteil davon steht am Ende vom Raum. Ja, und blockiert mir das Eck quasi, weil das muss noch aufgehängt werden und ich hoffe, das passiert in den nächsten Tagen. Ansonsten laufen wir mal ein Stück weiter. Den roten Sessel habt ihr wahrscheinlich noch nicht gesehen in einem unserer Videos, aber auch der gehört dazu. Der kommt aber wieder weg, weil der nimmt zu viel Platz weg. Und ansonsten habe ich da meinen Kreativschrank stehen, wo so Bastelzeug und alles mögliche andere drin ist. Da ist auch das macht dieses Buch, Fertigbuch drin. Sollte ich dringend mal wieder dran weitermachen. Und direkt hinter mir habt ihr dann quasi meine Schreibtischecke mit ganz viel Blödsinn, den ich schon aufgehängt habe, der auch in meiner alten Wohnung hing. Und da kommt noch viel mehr Blödsinn dazu. Und ja, das ist klein und kuschelig, aber funktionabel, möchte ich meinen. Und ansonsten muss der Semu jetzt mal zu mir kommen. Der steht nämlich schweigend hinter dieser Kamera. Naja, ich atme ein bisschen. Ja, atmet ein bisschen. Ja, zum Glück, sonst würde die Kamera einfach umfallen. Ja. Genau so. Wir haben ja gesagt, dass die Couch mitkommt. Zumindest ein Teil davon. Und das seht ihr dann jetzt quasi neben dem roten Sessel. Nämlich, okay, und ein Daniel und ein Gambi hocken da auch noch. Ganz gemütlich auf dieser Couch. Ja, das sind jetzt quasi 2 Drittel meiner Couch, die hier reingepasst haben und demnach auch mit durften. Genauso wie der Tisch dazu. Und dann müssen wir uns jetzt wieder drehen, weil diese Räume hier sind nicht sehr groß. Wow, okay, geh doch mal dahin. Genau. Geh doch mal dahin und falle über den Sessel. Hast du gut gemacht, Semu. Ja, gut, dass der wegkommt. Gut, dass der wegkommt, deswegen kommt er weg, weil er steht echt im Weg. Er dient momentan als Jackenablage, weil ich ja quasi noch keine Garderobe habe. Ja, ansonsten habt ihr mein Weihnachtsbäumchen. Das ist dieses Jahr ein bisschen geschrumpft, aber es musste halt irgendwie da drauf passen, weil bodentechnisch keine Ahnung wohin damit. Ja, durch Zufall gefunden und gleich mitgenommen. Und ansonsten hat sich nicht viel verändert. Die Wohnwand ist dieselbe wie auch in der alten Wohnung und steht immer noch genauso da, bis auf das Zwischenstück. Das fehlt nämlich auch noch. Das muss auch noch aufgehängt werden. Das steht im Schlafzimmer und genau da gehen wir jetzt auch hin. Achso, da oben habe ich auch noch was Schönes. Das war eines der ersten Dinge, die in dieser Wohnung an der Wand landen durften, weil ich mir dachte, das passt gut, gerade wenn man so noch am Renovieren und am Auspacken ist, ist man immer schnell gefrustet und genervt und naja, dann macht es ein bisschen gute Laune. So, Stuhl weg. Wenn der Stuhl hier steht, kommt man nicht ins andere Zimmer. So, einmal reinkommen bitte. Der Semu ist gerade in die Wasserschale von meinem Hund getreten. Die steht nämlich da unten. Wunderschön, herrlich. Semu, komm, wir drehen uns mal nicht, dass dir das nochmal passiert. Ja, gut, das ist mein Schlafzimmer, weil ich habe... Ich habe nasse Füße. Ja, das ist... Also ich brauche definitiv, glaube ich, so irgendwas noch, wo der Kram für meinen Hund drauf kann, weil diese Wasserschüssel, da sind schon so viele Leute reingetreten. Ja. Ja, von Daniel kommt auch ein Ja. Wie oft? Ja, sie steht einfach, eigentlich steht schon im Eck, aber so unpraktisch. Naja, gut, ich habe hier sonst keinen Platz, ich muss noch gucken. Auf jeden Fall habe ich hier mein Bett stehen, das hat sich auch nicht verändert, das ist auch das gleiche Bett wie in der alten Wohnung. Und steht leider ein bisschen blöd vor der Heizung, aber das ging nicht anders. Ansonsten, Gambi, sein Körbchen ist auch mit umgezogen. Gambi, sein Körbchen, was in Deutsch? Gambis Körbchen ist auch mit umgezogen und naja, also er benutzt es bedingt. Mittlerweile liegt er eigentlich wieder immer mit im Bett. Ansonsten meine Bücherregale, ich habe meine Bücher aussortiert, also ich glaube, ich habe bestimmt die Hälfte meiner Bücher weggetan. Mit schweren Herzens, aber sie mussten weg. Und dann, ja, kann der Semu da mal mit euch alleine hingehen. Da ist der Hamu! Ja, da ist der Hamu, genau. Hamu ist überbelichtet. Hamu ist überbelichtet.
Ja, und das war eigentlich auch schon die eine Ecke von meinem Schlafzimmer. Besteht eigentlich nur aus Bücherregal, Bett und Schrank. Viel mehr ist hier nicht mehr. Kleiderschrank ist neu und ist minimiert worden. Das ist jetzt ein dreitüriger Kleiderschrank im Vergleich zu dem Fünftürer vorher. Aber es ist eng, aber es passt. Ansonsten habe ich hier momentan noch so ein Drittleiterchen stehen, weil ich ehrlich gesagt einfach nicht die Größte bin. Und ihr werdet in der Küche mein Problem gleich erkennen. Deswegen wird die Drittleiter auch hier bleiben. Ja, hier ist das, glaube ich, schlimmste Chaos-Eck aktuell. Da steht noch Gambis Hundefutter, weil ich noch überhaupt keine Ahnung habe, wo ich es lagern kann. Wahrscheinlich wird es in die Abstellkammer wandern, wenn denn da mal Platz ist. Ich weiß es noch nicht. Der Schrank ist eigentlich so ein Krimskrams-Schrank, wo alles irgendwie, wo man nicht weiß, wohin damit reinwandern kann und seinen Platz findet. Und irgendwie auch ein halber Schuhschrank, habe ich festgestellt. Da sind so meine ganzen Stiefel drin. Das ist das Zwischenstück vom Wohnzimmer. Das steht halt aktuell noch hier rum und bis auf Gambis Leine ist es auch leer. Ich hoffe, es hängt einfach bald an der Wand, weil ich habe da kommt sowieso nur Dekogramm rein, aber dieser Dekogramm steht hinten in der Kammer und ist eine Riesenkiste. Der Semo durfte sie gerade schon rumtragen, sie ist nicht leicht und ich will die da raus haben. Ich brauche Platz. Ja. Achso, ich muss noch was zeigen. Weil es jetzt leider nicht mehr an der Tür hängt, mein liebstes Glöckchen, die mir das ja damals gebastelt hat, als wir noch zusammen gewohnt haben. Und eigentlich hing es auch schon an der Tür, an der Schlafzimmertür, aber mit Tesa funktioniert das nicht so ganz. Also das wird demnächst mit hoffentlich tollen Fotoecken oder so nochmal festgemacht. So lange liegt es in der Ecke. Ja, hier habe ich hinter der Küchentür noch ein Regal und meine ganzen... Nicht auf den Hundenapf treten. Nicht treten, genau, pass auf. Ja, meine Räume sind sehr klein, ich habe mich sehr minimiert. Ja, das ist, ihr seht, es ist halt leer, es steht Kram drin, irgendwelche Alkoholvorräte, die beim Umzug mal aufgetaucht sind. Steht alles erstmal hier, wo es hinwandert, keine Ahnung. Ich weiß es noch nicht. Dann gehen wir in die Küche. So. Die Eskalationsküche. Yeah! Ja, also ich glaube, in dieser Küche hat tatsächlich von den Räumen her gesehen schon das meiste stattgefunden in dieser Wohnung. Und es ist, ich habe keinen Esstisch mehr. Dann hatte ich erst einen neuen Esstisch, jetzt habe ich gar keinen mehr. Weil hier passt halt einfach kein Esstisch rein. Dafür habe ich ganz tolle, hohe Schränke, wo ich ohne diese Trittleiter einfach nicht drankomme. Meine alte Küche in der alten Wohnung war tatsächlich quasi auf mich maßgefertigt. Die haben mir die damals aufgehängt, wollten die Schränke irgendwo da oben hinhängen. Ich habe gesagt, nein, runter. Ja, aber die müssen so. Heißt, das ist mir egal, ich wohne hier alleine. Häng die Schränke runter. Und das ging hier jetzt natürlich nicht, demnach, ja. Ansonsten ist eigentlich alles so geblieben. Ich habe einen Herd, ich habe ein affengeiles Schneidbrett. Ich liebe dieses Schneidbrett. Warum hatte ich vorher kein Schneidbrett? Wer keins hat, besorgt euch so ein Ding. Die sind so praktisch. Ich habe eins. Ja, ich jetzt auch, zum Glück. Mach. Das war schon da. Ich habe es nicht gekauft. Das war schon hier. Es gehörte zur Küche. Jetzt ist so. ja, ansonsten habe ich hier Planer. Da steht so ein bisschen was drauf, was ich noch zu tun habe. Sowas wie Kekse backen oder in der alten Wohnung noch die Reste beseitigen und sowas. Ja, ich habe noch einen Planer. Ja, wie ihr seht, hier habe ich schon einen Planer hängen fürs neue Jahr und habe mir einen Familienplaner gekauft, weil ich mir dachte, das ist super, weil einmal habe ich eine Spalte. Wie ihr seht, ist im Januar noch nicht so viel los, das kann gerne so bleiben. Ansonsten habe ich noch eine Spalte für meinen Hund und für den YouTube-Kanal und für meine Band, nämlich für die Motte. Und meine liebste Spalte, glaube ich, jetzt ist das Herzchen, weil das Herzchen bedeutet, da kommt alles rein, was ich so privat mache, wenn ich mich mit Freunden treffe oder, so die ganz tollen Dinge kommen da rein. Ja, ansonsten seht ihr einen Kühlschrank und der ist auch schon ganz schön zutapeziert, wie der in meiner alten Wohnung auch. Ich mag zutapezierte Kühlschränke, so by the way. Und ich habe ein Gefrierfach, in dem jetzt echt nicht viel drin ist, aber theoretisch habe ich ein Gefrierfach, was ich vorher nicht hatte. Das ist schon wirklich Luxus, dafür habe ich keine Spülmaschine mehr und muss jetzt mit der Hand spülen. Oh. Aber wenn man dann irgendwie sich das schön macht, wenn man schon spülen muss, dann ist das auch okay. Ja, das war eigentlich die Küche. Ansonsten Dekokram, so das, was schon ging zum Aufhängen. Jetzt können wir das mal zeigen, was wir im Vlog nicht gezeigt haben.
Schöne Bilder. Ja, die hingen auch in der alten Küche. Also eigentlich hat sich gar nicht so viel verändert, nur die Räume an sich haben sich verändert. So, jetzt gehen wir ins Bad. Es ist unpraktisch, ein Bad mit einer Glastür zu haben. Es ist einfach kacke. Selbst wenn du Handtücher hinten dran hängst, ist es kacke. So, hier haben wir den wahrscheinlich kleinsten Raum und haben einmal Waschmaschine, Trockner, so schön, wie man das von ganz vielen anderen Wohnungen kennt, aufeinander gestapelt, weil sonst kein Platz dafür war. Ich habe aus Verzweiflung schon irgendwelche Kistchen, die gerade voll schief sind. Warum sind die schief? So. Ich habe aus... Alter, das war hell. Und du warst auch ganz schön hell. Ja, das glaube ich. Nein, ich habe aus Verzweiflung... Hier ist ein Licht aufgegangen. Okay. Oh Gott. Ja, ich habe aus Verzweiflung schon so ein paar Kistchen an die Wand gehängt, einfach da ein bisschen Stauraum zu haben oder auf den Spiegelschrank geworfen, weil das ist einfach nicht so viel. Wäschetonne hat noch ins Eck gepackt. Das kleine Ding ist tatsächlich neu. Das wurde gekauft, weil es hier reingepasst hat und weil ich echt Stauraum brauchte. Ja, meine halbe Parfümsammlung ist jetzt auf die Fensterbank gewandert. Und dann muss der Semo reinkommen. Sonst können wir uns hier nicht drehen. Ich muss ihm erst die Tür zumachen. Was ansonsten noch zu einem Bad gehört, ist dann so das obligatorische Klo, das ich jetzt netterweise dank meiner Oma und der tollen Aufklebern auch ein bisschen verschönern konnte. Ich weiß gar nicht, was das ist. Kannst du mal zeigen, wie das geht? Warte mal, ich zeig's dir. Achtung, Achtung, Achtung. Funktioniert. Wahnsinn. Geil. Ja, ansonsten, was ihr nie gesehen habt, weil ihr mein Klo in der alten Wohnung ja nur mal ganz kurz gesehen habt, da hatte ich immer so ein kleines Glasregal. Das habe ich auch jetzt noch. Ich habe Stimmt, eine. Das war tatsächlich nicht zu sehen. Nie, nein. Ich habe eine Dusche, zum Glück, aber dafür keine Badewanne mehr. Aber eine Dusche reicht. Das ist okay. Ansonsten habe ich, und jetzt kommt ein kleines Sidefact, ihr erinnert euch noch an den Gefrierschrank, der ewig lange in meinem alten Wohnzimmer stand. Ich habe diesen Gefrierschrank Daniel geschenkt und Daniel hat mir im Gegenzug, weil der ja auch hier mit beim Renovieren geholfen hat, und ich mich so beschwert habe, dass ich keinen Stauraum im Bad habe, hat er mir im Gegenzug ein schönes IKEA-Regalchen, was glaube ich eigentlich ein CD-Regal ist, geschenkt. Und so, das war das Einzige, was in diese Ecke passte. Und so habe ich jetzt wenigstens noch ein bisschen Stauraum, was ziemlich cool ist. Und da sind dann unter anderem sowas drin wie unsere Kunstblutsammlung mittlerweile. Vom Halloween-Special! Ja! Und vom Free-Dreh auch noch. Das Theaterblut war ja sogar noch vom Free-Dreh. Ja, ansonsten anderer Klabberaband, den man als Frau so braucht. Ich glaube, als Mann hätte man die Probleme gar nicht. Ich glaube, als Mann braucht man nicht so viel. Wie ist das? Wie ist das bei euch? Habt ihr genug Platz im Badezimmer für euch? Habt ihr genug Platz für euren Kram? Weil ich glaube, so der Raum ist wirklich, wo ich mir dachte, scheiße, ich weiß nicht, wohin mit meinem Kram. Ja. Ansonsten, weil ich auch keinen Schrank habe, wo ich meine Handtücher rein tun kann, sind die unter Waschbecken gelagert und die in Benutzung sind, hängen quasi ja, an der Tür. Was ganz praktisch ist, wenn man eine Glastür hat, weil dann kann man wenigstens zumindest ein bisschen nicht reingucken. Ja, ansonsten habe ich einen Gambi hier, der natürlich mit musste. Er war am Anfang ein bisschen verzweifelt, er ist durch die Wohnung gelaufen und hat tatsächlich einfach, ich meine, er war 4 Zimmer und eine Terrasse gewöhnt. Jetzt hat er 2 Zimmer und keine Terrasse mehr. Er war ein bisschen unruhig am Anfang und er ist von einem Ende zum anderen und stand dann da und hat mich ganz komisch angeguckt. Ich habe mir immer gedacht, er sucht irgendwo, wo es weitergeht, aber geht nicht. Aber mittlerweile hat er sich dran gewöhnt und fühlt sich hier auch sehr, sehr wohl und macht sich genauso breit wie vorher auch. Also scheißegal, ob du mit einem Hund in einer 2-Zimmer- oder in einer 4-Zimmer-Wohnung wohnst, der Hund hat den meisten Platz. Daran ändert sich nichts. Willst du noch irgendwas zum Abschluss sagen? Ja, mein Lieber. Wir sind schon bei der Viertelstunde. Ja, dann gab es mal wieder ein langes Video. Wenn du zu mir sagst, stell dich vor die Kamera und erzähl was. Ja. Es tut mir leid, dann wird das halt eine Viertelstunde. Ja, gut, aber dann machen wir, da Semu vorhin sagte, in der Küche ist das beste Licht bisher, machen wir jetzt einfach hier auch mal Schluss. Und ja, dann habt ihr zumindest jetzt meine kleine, neue Wohnung gesehen und ich glaube, was ich noch dranhängen kann, ist so ein kleines Fazit, weil ich vorher ja eigentlich verglichen zu jetzt massiv viel Platz hatte und muss jetzt ganz ehrlich sagen, man braucht es nicht. Und es ist, wenn man alleine wohnt, echt angenehm, weil man, blöd gesagt, erstens tatsächlich nur die Hälfte zu putzen hat
und zum Zweiten ist auch einfach viel kuscheliger und viel angenehmer ist. Und ich weiß nicht, ob man es bisher gesehen hat, aber ich habe jetzt eine Altbauwohnung. Sieht man in der Küche jetzt natürlich nicht, weil die Küche ist angebaut. Aber ich habe eine Altbauwohnung mit Decken bis sonst wohin. Und das macht auch schön Räume schön groß, tatsächlich, auch wenn sie eigentlich gar nicht so groß sind. Ja, sonst noch was? Demo, willst du noch was von mir wissen? Ich warte seit 10 Minuten auf die Abmoderation. Ach so, ich hätte im Schlafzimmer abmoderiert sollen. Ach so, also okay, müssen wir jetzt ins Schlafzimmer. Nein, wir hören jetzt auf, das reicht. Ich kann für mich sagen, ich fühle mich hier sehr, sehr wohl. Ihr könnt mir gerne mal da unten reinschreiben, wie ihr die Wohnung findet oder auch wie ihr sie im Vergleich zu der alten Wohnung fandet. Ja, ansonsten das Platzproblem. Wie wohnt ihr? Jetzt muss ich euch wieder ausquetschen. Wie wohnt ihr? Sagt ihr, ihr habt lieber einen Raum mehr, um einfach Platz zu haben, oder habt ihr lieber auch eine kleine Wohnung, weil es einfach kuscheliger ist? Das würde mich jetzt tatsächlich auch noch interessieren und ja, damit verabschiede ich mich dann wirklich mal und erlöse den Semu von der Kamera und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Und heute darf ich alles sagen. Ist ja Wahnsinn. Dann danke ich euch heute für jedes Kommentar, für jedes Like, für jedes Abo in der vollkommen falschen Reihenfolge, aber ist ja auch scheißegal heute. Und würde sagen, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao!